Ja, hallo. Heute mal ein Video zum Thema 100 km/h bei Anhängern. Am Tag werde ich zigmal danach gefragt, was muss ich tun, damit ich mit meinem Anhänger 100 fahren darf. Und viele Leute haben da eine falsche Vorstellung, was man darf und was man dafür tun muss. Und heute reden wir mal darüber, was man machen muss für diese 100er Zulassung. Viel Spaß! Ja, über die 100er Zulassung kann man viel lesen und viel reden. Es ist auch ein bisschen dröge, muss ich sagen. Also nehmt euch einen Kaffee und einen Keks und dann fangen wir mal an, es aufzudröseln. Aber bevor es losgeht, ganz wichtig, das hier ist keine Rechtsberatung, sondern das sind die gleichen Informationen, die ihr bekommt, wenn ihr einen Anhänger zum Beispiel kauft oder sonst was. Also es hat nichts mit Rechtsberatung zu tun und es ist Stand Juli 2020. Also vom Grundsatz her darf man mit einem Anhänger, also sprich mit einem PKW, wir sprechen heute nur über PKW und gebremste und ungebremste Anhänger. Mit einem PKW und einem Anhänger darf man grundsätzlich in Deutschland nur 80 fahren. Also 80 km/h drüber ist verboten. Das darf man einfach nicht. Aber von dieser Regelung gibt es eine Ausnahme und das ist die 9. Ausnahmeverordnung der Straßenverkehrsordnung. Ich verlinke euch das mal einfach unten in der Videobeschreibung. Wie der Name schon sagt, es ist eine Ausnahme. Das heißt, die Regel besagt immer noch 80 km/h maximal. Die Ausnahme sagt, auf Autobahnen und Kraftstraßen darf man unter bestimmten Voraussetzungen mit einem PKW und einem Anhänger 100 km/h fahren, aber auch nicht schneller. Das Wichtigste ist, der PKW, der den Anhänger zieht, der muss auf jeden Fall einen automatischen Blockierverhinderer haben. Jetzt stellt sich die Frage, was ist das in Gottes Namen? Ganz simpel, es ist ein ABS. Ein ABS, ein ESP, sowas in dieser Richtung. Das bedeutet, wenn man auf die Bremse tritt und eine Vollbremsung macht, dürfen die Räder nicht blockieren. Das Auto muss lenkbar sein. Hat man also wie ein Auto wie diesen Oldtimer, der kein ABS hat, darf man auf keinen Fall 100 fahren, sondern nur 80 mit einem Anhänger. Diese Ausnahmeverordnung sagt, dass die zulässige Gesamtmasse des Anhängers, also sprich Anhänger mit Ladung, darf nur kleiner oder maximal gleich sein wie die Leermasse des ziehenden PKW mal x. Und wie groß x ist, das regelt diese Ausnahmeverordnung auch. Wir beginnen jetzt erstmal mit der Unterscheidung, was ist ein gebremster und ein ungebremster Anhänger. Also ein gebremster Anhänger ist, wie der Name schon sagt, ein Anhänger, der eine Bremse hat. Das erkennt ihr zum Beispiel daran, dass er einen solchen Bremshebel hat. Das erkennt ihr daran, dass hier so ein Gummibalk ist. Das funktioniert hier über das Prinzip einer Auflaufbremse. Also das heißt, das hier schiebt sich beim Bremsen zusammen und dadurch wird der Anhänger gebremst. Wir stellen uns jetzt mal vor, das hier ist ein ungebremster Anhänger. Also das hier ist weg und dieser Gummibalk ist weg und das hier ist alles starr und es ist ein ungebremster Anhänger. Dann ist x 0,3. Wenn wir einen gebremsten Anhänger haben wir den gleichen Wert, also 0,3. Es sei denn, es sind Stoßdämpfer vorhanden, wie wir sie hier sehen können. Dieser Anhänger hier hat eine Bremse und auch Stoßdämpfer und hat demnach einen Umrechnungsfaktor von 1,1. Was auch noch wichtig ist, sind die Reifen. Und zwar geht es einmal um das, was hier steht. Dieser Buchstabe gibt an, bis wie viel km/h dieser Reifen maximal geeignet ist. Und in unserem Fall müssen die Reifen natürlich auch für 100 km/h geeignet sein. Das ist also wichtig. Wichtig ist auch das Alter vom Reifen. Das seht ihr hier. Das heißt, dieser Reifen ist produziert worden in der 4. Woche 2020. Und der Reifen darf nicht älter als 6 Jahre sein. Das ist auch noch wichtig. Das muss gewährleistet sein. Sind die Reifen älter, darf man wieder nur 80 fahren. Des Weiteren muss der Anhänger
nach hinten signalisieren, dass er 100 fahren darf. Das passiert über diesen Aufkleber und der ist jetzt ausgestellt vom Rhein-Sieg-Kreis. Das heißt, man kann nicht irgendeinen Aufkleber nehmen, er muss gesiegelt sein, damit er auch amtlich ist. Also, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben einen gebremsten Anhänger, er ist ausgerüstet mit hydraulischen Stoßdämpfern, die Reifen haben einen Speed-Index von mindestens L oder besser und die Reifen sind auch nicht älter als 6 Jahre. Dann kann die Eintragung in den Fahrzeugschein erfolgen, so wie die hier zu sehen ist, die dann besagt, dass man mit diesem Anhänger auch unter bestimmten Voraussetzungen eben 100 fahren darf. Also in diesem Fall würde die Beispielrechnung so aussehen. Ein Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1500 Kilogramm geteilt durch 1,1, das ist der Faktor für diese Art Anhänger, gleich 1363, also rund 1364 Kilogramm, muss das Zugfahrzeug leer wiegen. Die gleiche Rechnung bei gleichem Anhänger vom Zugfahrzeug ausgerechnet würde so aussehen. Bei einem Leergewicht von 1500 Kilogramm mal dem Faktor 1,1 darf der Anhänger maximal ein zulässiges Gesamtgewicht haben von 1650 Kilogramm. Jetzt die Umrechnungsfaktoren noch schnell zusammengefasst. Für Anhänger ungebremst 0,3, Anhänger gebremst 0,3, Anhänger gebremst und mit Stoßdämpfern 1,1. Wenn man die Werte nur knapp verfehlt hat, kann man mit einer solchen Anti-Schlingerkupplung die Werte nochmal ein bisschen verbessern. So, und jetzt gucken wir nochmal, wo wir die Daten in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, / in dem Fahrzeugschein finden. Das hier ist nochmal unser Kangoo, also unser unser Zugfahrzeug. Jetzt die Frage, wo finden wir die wichtigen Daten? Und hier findet ihr das Leergewicht. Das Leergewicht findet ihr unter G. Und das zulässige Gesamtgewicht findet ihr hier unter F1. So, in der Videobeschreibung findet ihr heute nochmal ein paar Rechenbeispiele, wie ihr das selber ausrechnen könnt und wo ihr die Daten findet. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen geholfen. Rechts und links kommt ihr wie immer zu meinen anderen Videos. Über das Logo könnt ihr ein Abo dalassen. Und ansonsten natürlich vielen Dank fürs Gucken. Macht's gut, bis bald. Tschüss.